Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder Star Wars Battlefront. Hier den Modus Droidenalarm und ich muss hier gerade noch meine Hand auswählen. So. Modus Droidenalarm hatten wir ja schon irgendwann in den letzten Parts einmal. Und ich spiele hier mal mit einer Blasterpistole und so ein bisschen am Rumprobieren auch. Da oben ist ein Gegner, den wollen wir doch gleich mal wegklatschen. Bam. So, ich glaube, die Lobby ist nicht ganz voll, aber das wird sich wahrscheinlich verbessern hier. Mal schauen, ob hier einer ist. Ne, ich sehe gerade keinen. Ich weiß gerade gar nicht, welches Merkmal ich drin habe, muss ich gestehen. Aber ist ja nicht so schlimm. Hallo, Sir. Herzlich willkommen im Blasterhimmel. Was ist denn hier los? Bin ich hier der Einzige, der hier irgendwie Sachen holt? Ich muss mal gleich da unter mir. Ich habe ihn gesehen, ja. Bam, 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 bam. Bam. Weg mit dem. Mal, das verlieren wir jetzt wieder hier. Das hat irgendeiner geklaut. Na. Gut. Holen wir uns das Ding hier vorne. Mech. Die Ladung, die brauchen wir auch immer. Ich muss mal jetzt schauen hier, ernsthaft. Zwei? Zwei gegen sieben? Sechs? Gegen sechs? Das ist ja auch echt fair. Die anderen hier noch am Connecten. Ist allerdings nicht allzu schlimm, ne? Bei dem. Hey, blockt mich doch nicht. Bei dem Spielmodus. Man muss hier gerade erstmal nur versuchen, den Druiden zu halten, bis hier alle da sind. Hauptsache, wir verlieren nicht, bevor alle connected sind oder so. Hier ist connecten ja immer mehr. Jetzt sind wir schon 4 gegen 6. Passt nicht. Aber der will doch das Power-Up da vorne. Das rieche ich doch. Den weggeklatscht. Da oben war noch einer. Habe ich gesehen. Ja. Habe ich gesehen. Na, jetzt hat das. Au, fuck. Fast hier noch draufgegangen. Merkmal. Was habe ich denn? Berserker habe ich drin als Merkmal. Interessant. Ah, jetzt bin ich hier ein bisschen stuck. Mächtig ungerne. So, sammeln wir hier erstmal wieder. Ah, jetzt haben die schon wieder das Ding geklaut, ne? Na, mit dem Berserker-Trade kann ich hier ruhig forcen. Den Kampf. Facen gehen. Alles klar, so, sammeln wir das Ding mal wieder auf, ne? Hola, Senor. Das ist halt richtig gut. Also, das Berserker-Trade auf vollem Level ist, glaube ich, mit das Stärkste, was man haben kann. Aber kriegt man natürlich nicht so einfach. Und wenn dann ein Snipe-Shot oder sowas kommt, bist du down und dann bist du traurig. Oh, oder so ein Thermal-Imploder. Na, nice. So, schnell weg hier. Also läuft auf jeden Fall gerade richtig gut bei mir, ne? Kann man nicht anders sagen. Bam, bam, bam. Seht mal, wie schnell die umkippen hier. Ernsthaft. 10-0. Das kann man sich doch. Kann sich doch sehen lassen. Das wollte ich eigentlich sagen. Okay. So, wie ihr wisst, ich habe jetzt immer so in letzter Zeit mal so ein paar Themen abgegrast. Hier so mit den DLCs und sowas. Und da ist mir noch eingefallen, was man noch so eventuell mal besprechen könnte oder sowas. Ich habe ja immer meine Predictions und Szenarien aufgeschrieben, aufgeführt. Shit, auf der Range wird schwer. Fuck, 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 fuck. Nein, das wird's gewesen sein, ja. Shit, sind wir denn immer noch so wenig, ja? So, und das Thema, worüber ich heute mal so ein bisschen reden wollte, war, ja, so die Helden, die ich so. Ah, jetzt ist die Runde eh vorbei. Das bringt's ja dann nicht, dann schneide ich das irgendwie. 12-1. Mann, 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 das ist echt gut. Okay, wir sehen uns nach dem Schnitt. Bis dahin, tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zurück hier. Wir sind jetzt hier in der nächsten Runde. Helden versus Schurken wird jetzt hier gespielt. Und mal schauen, ob ich hier direkt. Oh, ich darf sogar einen spielen. Nehmen wir doch mal den guten Greedo. Und ich war ja eben noch dabei, am Ende das Thema vorzugeben hier, aber ich wurde unterbrochen. So, jetzt fangen wir aber damit mal an. Ich habe ja in den letzten paar Folgen immer mal wieder so ein paar Predictions gemacht hier und von wegen, welchen Planeten könnte man hier noch einbauen, welche Rassen könnte man hier noch einbauen, welche Skin-Modelle und so weiter. Und jetzt habe ich mir mal überlegt, wo wir hier gerade mit den Helden versus Schurken spielen, passt das sowieso perfekt. Welche Helden oder Schurken, warum bin ich eigentlich ohne mein Team rum, könnte man denn einbauen? Ja, also bekannt ist ja, es kommt bald ein neues DLC, wo dann Bespin-Helden reinkommen. Das ist dann der gute Herr.
Lando Calrissian dürfte ja bekannt sein, der Charakter aus den Episoden 5 und 6. Und der gute Dengar. Dengar ist ein Charakter, der wahrscheinlich eher durchs Extended Universe großartig bekannt ist. Ich glaube, da hat er Boba Fett aus dem Sarlacc-Schlund geholt. Und ansonsten auch bekannt aus Episode 5. Das ist einer der Bounty Hunter, also der Kopfgeldjäger, die so rumstehen. Au. Die so rumstehen auf dem Sternenzerstörer da. Boah, das hat mir so viel gezogen. Als dann halt Darth Vader das so erklärt, ne? Man weiß Bescheid. Oh, der Luke macht das nicht gut. Ne, der Luke macht das gar nicht gut. Leia jetzt auch absolut nicht gut, muss man sagen. Au. So, jetzt sollten wir hier vielleicht abhauen. Der Imperator ist reingesprungen? Oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er das macht, ehrlich gesagt. Okay, er geht zurück. Komm, block mich nicht. Ja, also Dengar und Lando Calrissian sind safe. Man weiß auch schon, dass das dritte DLC-Paket... Oh, verfickte Scheiße! Man weiß auch schon, dass das dritte DLC-Paket sich um den Todesstern handeln wird. Daher kann man da davon ausgehen, dass Charaktere wie Groß Moff Tarkin reinkommen. Wahrscheinlich bei den Bösen. Davon würde ich ausgehen. Das wäre jetzt auch so meine Prediction dazu. Und, oh, der stirbt. Stirbt auch. Und bei den Guten, wer könnte da reinkommen? Ja, weiß man nicht so genau. Eventuell Obi-Wan. Eventuell Chewbacca. Das wären so die beiden offensichtlichsten, würde ich sagen. Wer noch reinkommen könnte, wäre sowas wie Admiral Akbar. Mon Mothma oder Mon Mothma, weiß nicht genau, wie man die gute Dame ausspricht. Ich glaube, die zweite Variante, die ich benutzt habe, war schon richtiger. Ich will das Heal Pack da hinten haben, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das hat er gut gemacht. Aber gut, gewonnen. Ich bin am Ende irgendwie nur noch planlos durch die Gegend gelatscht. Aber okay. Und vielleicht noch Reg Antilles, also den X-Wing-Piloten. Aber wie gesagt, ich würde da eher auch von Chewbacca und Dings ausgehen und den guten Obi-Wan. Die anderen hat man soweit fast alle drin irgendwo. Aber bei den Bösen, da wird's schwierig, ne? Da weiß man nicht so genau, wen sollen die noch reinpacken. Also wie gesagt, Dengar ist voll okay, finde ich. Extended Universe Charakter. Ich weiß, viele wollten lieber diesen Bossk haben, also diesen Echsenmann, den es auch gibt. Trandoshana sind das übrigens. Gibt es auch eine Rasse, die man hätte nehmen können, wie mir gerade auffällt. Aber, ja, ich bin mit Dengar eigentlich zufrieden. Bei Todesstern DLC gehe ich mal davon aus, dass der Groß Moff Tarkin reinkommt. Man kann aber auch noch irgendwelche anderen Sachen reinbringen. Also Groß Moff Tarkin wäre jetzt zum Beispiel als Fähigkeit das, was der gute Nien Namp im 40er-Modus auch hat. Dieser Orbitalschlag könnte man dem auch sofort geben. Irgendwelche Buffs oder hier sowas wie der Imperator hat, dass der so Ehrenguards spawnen kann, kann man dem auch geben. Er läuft dann halt mit einer Blasterpistole rum oder so. Oder hat halt ein besonders starkes Bombardement, ne? Also mit dem, der dann einfach so den Todesstern, na fast, den Todesstern ruft und den Planeten in die Luft jagt. Nee, der dann einfach den, na, treffen wir den Luke so? Nee. Na, vielleicht doch. Oh, doch. Der dann einfach so einen Sternzerstörer ruft, das wollte ich sagen. Und mit dem so ein Bombardement macht. So ein verstärktes so gesehen halt, ne? Schon klar? Schon klar. Und ja, welcher könnte denn der letzte sein? Oh, verdammter Mist, hier sind Gegners. Gegners. Das ist die Frage, ne? Bei den Bösen. Da gibt es nicht mehr viele. Da könnten sie natürlich auch wieder nochmal einen Kopfgeldjäger nehmen. Zum Beispiel halt den Bossk. Man könnte jetzt aber auch diesen IG-88, mein Lieblingskopfgeldjäger nach Boba Fett übrigens, könnte man nehmen. Das sah ganz lustig aus, ne? IG-88 ist der Killer-Droide, der da auch auf dem Sternzerstörer steht, wo der gute Herr das bespricht. Und ich mach Spiel gerade absolut nicht diesen Modus, ne? Also das ist unglaublich. Total abgelenkt. Wen man auch nehmen könnte, wäre dieser Gant, der dann daneben steht. Gant ist eine Rasse. Gibt's auch einen Kopfgeldjäger, der da in der Gegend herumsteht. Dann nehmen wir nochmal Greedo, ne? Greedo ist doch cool. Und ja, das wird dann echt schwer. Jabba? Jabba ist natürlich totaler Quatsch, würde ich sagen.
Wüsste ich auch nicht wen da noch, ne? Bei den Guten ansonsten eventuell noch einen der Druiden, aber das wäre auch totaler Quatsch, weil die kämpfen ja nicht wirklich. Naja, das müssten die sich selbst überlegen irgendwo. Ansonsten könnte man natürlich sagen, einfach, wir geben... Ey, bin ich jetzt hier ernsthaft auch wieder stuck oder was? Na, es sieht nicht so aus, ne. Man könnte natürlich auch einfach sagen, wir scheißen drauf, dass wir hier nur das alte Universum nehmen und packen auch mal so ein paar neue Charaktere dazu. Naja, es wird hier nichts mit der Pistole von Greed oder über die Range. Irgendwie gefällt mir das hier nicht, wo ich hier bin, so. Ach du Scheiße, 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 ich hab Mist gebaut. Helf mir, Kollege, helf mir hinter dir. Zum Glück ist Greedo einer der schnellsten Charaktere. Da ist ein Nam. Ich bin mir nicht sicher, wer da... Ey, das ist ungefähr, wenn der laggt. Nicht sicher, wer hier den Kampf gewinnt, aber hinter mir ist auch noch einer. Ah, der Leia. Die Leia hat mich erwischt. Nee, Nam fast tot auf jeden Fall. Das war absolut nicht gut, was ich da gemacht habe. So, jetzt müssen wir vielleicht den Nam mal finden hier. Ach komm, das ist doch scheiße, wenn die da diesen Schild-Move macht. Na gut, was wollte ich sagen? Oh, nur noch Boba Fett lebt. Ja, also wie gesagt, bei den Bösen ist echt schwierig, bei den Guten ist einfach, aber was ist denn, wenn man jetzt einfach mal sagt, wir packen auch mal so ein paar aus dem alten Universum rein, also aus der Prequel-Serie oder halt sogar aus den Force Awakens, also da könnte man natürlich sofort Kylo Ren reinballern, könnte man natürlich gleich sofort Admiral Hux oder wie er heißt reinballern oder sogar den guten Admiral heißt er ja nicht, den guten Snoke. Und bei den Guten halt auch so Rey, ne? Rey, Poe und Finn. Könnte man alle reinballern. Aber bei den Prequels natürlich auch den jungen Obi-Wan, Mace Windu. Also da gibt es ja richtig, richtig, richtig viele Jedi alleine, die man reinschieben kann. Und auch Sith, die man reinpacken könnte. Bin ich aber, glaube ich irgendwie nicht. Wenn die jetzt schon angefangen haben und Dengar da reinpacken, einen Typen, der in dem Film an sich eine Screentime von 10 Sekunden hat, dann werden sie ganz sicherlich nicht anfangen, hier mit irgendwelchen Charakteren reinzupacken, die aus den alten, aus der alten Trilogie sind. Aus der alten, aus der neuen. Und ich weiß gerade gar nicht. Ist das der Laserschwertwurf? Ja. Zack. Wer ist denn hier hinter mir? Scheiße. Ah, der wird erwürgt. Ich lieb das, ne? Das ist echt cool. Aber ich spiele hier echt gerade wie ein Misthaufen. Gebe ich gerne zu. So, den hauen wir jetzt aber weg hier, den guten Herrn Luke. Und dich hauen wir auch weg hier. Nimm erstmal den Laserschwertwurf. Na, haut ab! Der feige Hund. Na gut, bleiben wir beim Emperor. Sieht schon geil aus, wenn er so auf mich schießt mit seinem Explosive Shot und ich das einfach abwehre und ihn dadurch sogar töte. Schon eine coole Sache. So, der Emperor anscheinend recht gut hier am Start noch, ne? Mit 100% live. Wollte ich immer bei dem bleiben, damit er mir Health Package droppen kann. Das war nie ein Nump, oder? Hallo. Na, wir gehen. Bam! Tot! Haben der Imperator, das echt gut gespielt, kann man dem nur Respekt zollen. Ich bin echt total abgelenkt, es tut mir sehr, sehr leid. Aber das Thema ist eigentlich auch soweit durch, würde ich sagen. Also, ja, ne, so von der Besprechung her, ja, passt. Naja. Sonst fallen euch noch irgendwelche Helden ein? Abgesehen jetzt von Extended Universe würde mir jetzt eigentlich keiner mehr einfallen von den alten Trilogien. Ich kann ja nochmal sagen, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was Dengar, wie gesagt, der hat keine Fähigkeit, ich wüsste keine Fähigkeit von dem, was der so haben könnte. Ich glaube, der steht da mit einem ziemlich großen, schweren Blastergewehr. Hätte halt sowas, ne? Und ansonsten wüsste ich es nicht. Eventuell halt auch sowas wie Thermaldetonatoren, so typische Sachen, die man sich so zu Kopfgeldjägern vorstellt. Bei Lando Calrissian weiß man es ja auch nicht so genau, was der für Fähigkeiten haben soll. Man hat den nur mal so mit einem Blaster, mit einer Blasterpistole, glaube ich, schießen sehen, wo sie da vom
Vom Bespin fliehen. Ah, weg, weg, weg. So, hier reingekommen, das ist gut. Und ja, ansonsten, was könnte man über dem einbauen? Ne? Der ist ein Spieler, da könnte man auch so einen Trade hier einbauen, wie bei Greedo oder sowas. Dass man sagt irgendwie hier, der ist der krasse Spieler und hat am Anfang irgendwie eine Granate. Und wenn er dann weiter sich spielt, kann er irgendwann den Millennium Falcon rufen, der dann irgendwo so ein Bombardement abwirft oder sowas. In der Richtung, würde ich sagen. Weiß man natürlich nicht. Eventuell ist es auch ganz, ganz, ganz anders, als man sich das so vorstellt. Aber so die Idee, die ich jetzt mir so spontan habe einfallen lassen, finde ich gar nicht mal so uncool irgendwie, ne? Finde ich schon, die passt. So, guter Tag, guten Tag. Darth Vader ist hier irgendwo ein Gegner in der Nähe. Ich höre hier doch den guten Nienam rumrufen, das. Nein, daneben! Keine Gefangenen, sagte der gute Hahn. Ist aber nicht gerade kindgerecht und das geht hier gerade um den Sieg. Daher wäre es schön, wenn wir hier gewinnen. Der Hahn kämpft hier so ein bisschen in der Ecke. Au. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es irgendwo sonst ein Spiel oder sowas zu Dengar oder zu Lando Calrissian gibt. Glaube ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Und daher wüsste ich da auch nicht, was man da groß einbaut. Die ist doch fast tot jetzt. 9 noch. Ah, komm schon, die tötet ihr jetzt da. Stimmt um die Ecke und haut die Alte weg. Lebt immer noch, auf jeden Fall. So, jetzt ist nur noch Luke da und jetzt sind die in Zugzwang, weil wir haben noch zwei. Ich versuche mal zu denen hinzukommen. Nicht, dass da jetzt einer dumm stirbt. Einfach auf dem Boden. Huh, was war das denn? Wieso habe ich mich denn da umgedreht? Ah, der Luke ist so kurz vorm Sterben, ne? Bin ich mir auch ziemlich sicher. Der ist hier irgendwo unter mir. Eventuell auch hier in der Kammer. 29 Sekunden. Na, Hauptsache der Boba Fett lebt jetzt. Der kann eigentlich ganz gut weglaufen. Jawohl. Coole Sache. Wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Ideen hättet, noch für Helden oder sowas. Tut mir leid, dass ich jetzt bei dem Spiel so ein bisschen abgelenkt war. Ist für mich auch noch ein bisschen neu, so mit diesen ganzen Themen besprechen und sowas. Da kann man sich vielleicht nicht so ganz konzentrieren, wenn ich da noch am Nachdenken bin. Aber ich sag, das Bild ist ja auch geil von Ernie und Bert unten rechts. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.